Leute, hä? What the fuck? Als ob ich heute überhaupt nicht fehle. Ja, ich fühle mich voll immer am Bettlaken, ne? So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Star World The Green Comet. Leute, Bettlaken-LP ist mal wieder am Start, würde ich sagen. Heute geht's in die Geisterwelt. Und deshalb dachte ich mir, ich muss mich auch als Geist verschleiern. Das hat eher so halbwegs geklappt. Ja. Weil ich muss natürlich auch noch freie Hände haben zum Zocken. Aber ich glaube, es ist okay, wenn wenigstens mein Auge halbwegs hier von überdeckt wird und ich nichts sehen kann. Leute, heute geht's in den Gloomy Garden und wir wollen natürlich wieder weitere Grünsterne sammeln. Heute mal als Geist, ne, in der Geisterwelt. Ich sehe halt absolut gar nicht aus wie ein Geist, aber das, ja, farblich passt wenigstens. Das ist schon okay, Leute, ja, das, ihr braucht auch Vorstellungskraft. Wie komme ich an, what the fuck? Da ist der erste Grünstern. Wie komme ich denn an den ran? Kann ich von oben irgendwie dahin kommen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Oder soll ich von hier dahin kommen? Wir müssen es ausprobieren, ne? Triple Jump ist oft eine Lösung. Yo, als ob! Und ich habe es einfach im First Try geschafft. Leute, ich würde jetzt normalerweise meine Hände heben und mich voll freuen und so, aber dann geht es hier weg. Und dann sehe ich nicht mehr. Ich sehe eh nicht aus wie ein Geist, aber dann sehe ich noch blöder aus. Ja, das, ja. Outfits und so, Leute. Outfits, ja. Das ist, oh lol. Und da ist einfach schon der nächste Grünstern. Ja, ist okay, ne? Ich brauche hier gar nicht suchen, ey. Ich brauche hier gar nicht suchen. Das ist, dafür muss ich sterben. Naja, gut. So lasse ich mir das auf jeden Fall gefallen, ne? Wenn ich die Grünsterne einfach so sehe. Die Frage ist halt dann trotzdem immer noch, wie man da hinkommen kann, Leute. Weil der ist halt hier derbe unten. Und, ja. Ich probiere einfach mal einen Weitsprung. Aber what the fuck, wie komme ich da hin? Hm, Leute, ich glaube mit einem Weitsprung komme ich irgendwie, ja, ich glaube, damit komme ich nicht an die Wand, weil das war jetzt meine Idee, da an die Wand zu kommen und dann einen Wandsprung zu machen, aber ich weiß nicht, vielleicht klappt es tatsächlich mal wieder mit einem Double Jump. Ja, moin! Ja, moin! Es klappt einfach wirklich mit einem Double Jump! Alter, Leute, was ist neu mit meinem Skill los? Bettlaken LB am Start, würde ich sagen. Ja, nee, aber also es gibt natürlich einige Grünsternlösungen, ne? Die treffen auf mehrere Grünsterne zu, ne? Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Und deshalb, so manche Grünsterne, die können sich auch, ja, ähnlich holen lassen, sage ich mal, ne? Deshalb, manche Sachen kann man immer ausprobieren, ne? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ja, ist schon so ein Konzept irgendwie, ne? Kann man auf jeden Fall schon sagen. Lass uns mal hier hochgehen, ne? Wir klappern einfach die ganze Welt ab. Und dann werden wir schon irgendwie was finden. Ich glaube, der Grünstern, der ist ein bisschen sehr weit oben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich an den hinkommen soll. Ich habe absolut, nee, ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Ich muss einfach, ja, ich muss einen Weitsprung probieren. Leute, hä? What the fuck? Als ob ich heute überhaupt nicht fehle. Ja, ich fühle mich voll immer am Bettlaken, ne? Ich fühle mich wohl in meinem Bettlaken. Finde ich schön. Hä, what the fuck?
Also, das ist irgendwie komisch, ne? Das hatte ich aber auch in SM64 The Green Comet, dass so die ersten zwei, drei Parts mega schwierig waren. Okay, da ist der nächste Grünstern. Das hatte ich dort auch schon, dass die ersten zwei, drei Parts mega schwierig waren. Dann ein paar Easy-Peasy-Parts kamen. Und es dann aber wieder, ja, nach ein paar Parts, dass es dann wieder richtig losging. Und hier ist es anscheinend ähnlich. Hä? Als ob ich alles im First Try schaffe. Leute, das ist. Ne, ich finde das selber gerade nicht gut, ne? Ich will doch auch, dass ihr was zum Lachen habt hier. Oh Mann. Oh Mann, das ist ja. Ist ja quasi fies. Es tut mir leid, Leute. Aber für den Skill könnt ihr auch mal einen Like da lassen. Ja, das würde mir schmecken, ja. Wenn ihr einen Like gibt, dann lasse ich mir den schmecken dann. Nee. Fingernuckeln? Nee. Nee, das machen nur Kleinkinder, aber dann. Wie kann ich mir eure Daumen sonst schmecken lassen? Ich weiß es nicht genau. Liked auf jeden Fall das Video, dann seid ihr ehrenvolle Menschen und ja, bringt euch eigentlich nichts, aber ihr seid dann ehrenvoll. Das stimmt, hier hinten. Oh lol. Da gibt es tatsächlich auch noch einen Grünstern. Hier hinten gibt es ja auch noch die Vanish Cap. Die werden wir auch noch in diesem Part zocken. Diese Welt. Aber vorher holen wir hier uns total einfache Sterne. Also diese 5 Sterne, die gingen jetzt wirklich schnell. Muss ich schon ehrlicherweise dazu sagen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der zweite ist, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde aber mal vorschlagen, lass uns mal von hier oben vielleicht umschauen. Vielleicht sehen wir von da noch irgendwie irgendwas. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, ne? Gucken wir mal, ob da noch irgendwie ein Grünstern ist, den man auf jeden Fall sehen, schmecken und fühlen kann. Keine Ahnung, was man damit sonst noch machen kann. Oder ist vielleicht. Ah, Leute, ich habe aber eine Idee. Ist vielleicht ein Grünstern einfach hier oben auf dieser Insel? Irgendwie dahinter oder so? Wäre auf jeden Fall. Ja, endlich mal ein Fail, Leute. Endlich mal ein Fail. nee, wäre auf jeden Fall einleuchtend. Wie mein Ringlicht. Hallo, Ringlicht. Leute, wisst ihr, was geil ist? Daran kein Brillenträger mehr zu sein. Das Ringlicht, das spiegelt nicht mehr in meiner Brille rum. Hua! Jawohl, jetzt hat's geklappt, Leute. Jetzt hat's geklappt. Ja, es ist halt auch ein bisschen schwierig, das sich einigermaßen auszurichten, ne? Wenn da sich die Plattformen dauernd drehen. Aber hier ist wohl nichts. Wie es scheint, ist in Ordnung. Sehe ich hier sonst irgendwas, Leute? Ich sehe hier sonst nichts. Oder ist beim Grabstein, ist da tatsächlich noch irgendwie ein zweiter Grünstern? Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen, Leute. Ich könnte mir noch vorstellen, dass hier irgendwie was ist. Hier oben kann man ja noch was verstecken, aber nee. Ich meine, hätte mich auch ein bisschen gewundert. Naja, ich weiß nicht so recht. Wo könnte noch ein Grünstern sein? Was mir gerade einfällt, ist vielleicht hier oben nochmal ein Grünstern. Ich meine, wir sind ja nur bis hier gelaufen, ne? Bis zu diesem Torbogen. Weil da ja eben ein Grünstern direkt auf dem Weg war. Aber ist hier vielleicht noch einer? Das kann ich mir halt noch vorstellen. Aber nee, scheint auch nicht so, Leute. What the fuck? Wo ist hier noch ein Grünstern, Leute? Ich weiß nicht, wo hier noch ein Grünstern sein soll. Ich würde einfach mal sagen, lasst uns mal in die Vanish Cap Welt gehen. Und danach informiere ich mich mal, wenn mir sonst nichts mehr einfällt. Jawohl, auf in die Vanish Cap Welt. Ich glaube, hier gibt es auch wieder drei Grünsterne. Das ist, glaube ich, bei jedem Schalterpalast so. In diesem wunderschönen Heck.
Und ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal um, ne? Schauen wir uns einfach mal um, wo hier so Grünsterne sein könnten. Ich meine, es bietet sich ja an sich wahrscheinlich an, irgendwie oben was zu verstecken, wo man als normaler Spieler vielleicht nicht hingeht. Aber ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Oh, lol. Ich weiß nicht, ob ihr das erkannt habt, Leute. Aber, okay, da oben ist tatsächlich ein grüner Stern. Ja gut, dann machen wir den doch. Jawohl, jetzt hat's geklappt, Leute. Oh, lol. Und da hinten ist einfach schon der nächste grüne Stern. Ja gut, dann brauche ich ja gar nicht suchen, ey. Dann brauche ich ja gar nicht suchen. Und der dritte, der wird dann wahrscheinlich einfach, einfach schon vorm Gitter sein, ne? Würde ich mal schätzen. Der wird dann wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, ne? Wir haben ja hier diese zwei Seiten. Ja, dann, ja komm, lass uns doch einfach mal gucken. Lass uns doch einfach mal gucken, was auf der Seite hier so abgeht. Dann müssen wir hier auf jeden Fall auch noch suchen. Wo hier was ist. Also ich meine, im originalen Super Mario Star World war hier oben. Oh lol, da ist jetzt eine grüne Münze. Ich glaube, da war ja ein Star Replica. Aber jetzt mal gucken, wo hier denn ein Grünstern ist. Oh lol, Leute, ich sehe es schon. Da unten in der Röhre ist einfach ein Grünstern. Ja gut, ich glaube, der sollte auch easy zu bekommen sein, ne? Ich glaube, da kann ich ja einfach, ja, hier runter. Und dann klappt es, hä? Was ist mit den grünen Sternen passiert? Die sind einfach so viel einfacher geworden. Ja gut, Leute. Und dann gibt es hier aber noch einen dritten grünen Stern. Und zwar ist der dritte grünen Stern ja anscheinend hier oben irgendwo. Ich muss mal gucken. Wie muss ich mich hier denn ausrichten? Wie muss ich mich denn hier ausrichten, dass ich auf so ein Zahnrad hochkomme? Reicht da ein Seitwärts? Ja doch. Ein Seitwärtssprung könnte reichen von der Höhe her. Müssen wir mal gucken, ne? Ist natürlich immer ein bisschen schwer, auf solchen Zahnrädern stehen zu können. Muss man natürlich dazu sagen. Na, ich glaube, ich mach's mal mit dem Triple Jump lieber. Ich glaube, das ist, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Oder, ja doch, einfacher, da hochzukommen dann. Aber ich krieg's gerade nicht hin. Warum nicht? Geht er auch jetzt? Hallo? Was soll das hier? Geht er auch? Ah, shit. Okay, ich war schon oben. Jawohl. Und jetzt kann ich hier oben auch stehen. So, ich muss jetzt nur gucken. Scheiße. Oh, ich muss nur gucken, wie ich auf die nächste Ebene komme. Jawohl. Es hat wieder geklappt. Und... wie komme ich denn jetzt am besten hier hoch? Kann ich da irgendwie einen Wandsprung ausführen? Reicht das? Reicht das für einen Seitwärtssprung? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen es testen. Ho! 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 Geht da hoch! Alter, als ob! Boah, es reicht ganz knapp! Es reicht ganz knapp für einen Seitwärtssalto. Holy shit, Leute. Alter. Alter. Das war heftig. Ja, das... holy shit. Also der Stern, der war tatsächlich mal wieder herausfordernd. Hat mir gefallen, ja. Hat mir gefallen. Aber wo jetzt hier der letzte Grünstern ist, da werde ich mich dann noch informieren müssen. Okay, Leute, ich weiß jetzt, wo der letzte Grünstern ist und ich bin dumm. Ich sag's euch, wie es ist, ich bin dumm. Also das ist ein Versteck, darauf hätte man wirklich kommen können. Denn der letzte Grünstern, der ist einfach hier am Start. Einfach hier unten hinspringen. Und daneben springen. Ja, da habe ich auch verdient den Tod. Jawohl, ich hab ihn. Also da hätte ich wirklich drauf kommen können, Leute. Da hätte ich wirklich drauf kommen können.
Also das ist ja, also der war ja wirklich nicht schwer. Der war ja wirklich nicht schwer. Also der war halt am Start. Als ob ich mich überall umschaue, aber nicht am Start. Was ist denn mit mir? Vielleicht, also vielleicht ist das Bettlag doch nicht so gut. Vielleicht muss ich das doch wieder loswerden, Leute. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also es war ein bisschen wärmer als gedacht darunter. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und deshalb, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.